Willkommen zurück, liebe Leute, zu Minecraft Sky Factory 2. Und ihr merkt, es läuft keine extra Musik im Hintergrund, kein nix, na dann jetzt. Ich habe ja angekündigt, ich werde mal probieren, ohne extra Musik das zu machen. Habe aber die Musik von Minecraft aktiviert. Sofern Minecraft gnädig genug ist, werden wir da was hören. Und wenn nicht, dann halt nicht, ne? Das fände ich gar nicht schlecht, aber ich glaube, das wäre nicht mein Problem, wenn die Musik nicht läuft, während ich rede. Weil, wenn ich viel rede und zu viel rede und halt alles einfach nur voll Quatsch, dann fällt es glaube ich gar nicht auf. Sollte ich aber mal so eine Phase haben, wo ich nachdenke und schweigen, dann ist das natürlich meh. Aber vielleicht ist ja Minecraft doch gnädig und aktiviert seinen Spielsound, den man normalerweise anfängt, wenn man das Spiel startet. Ich habe sogar den Sound aktiviert, nochmal ausgemacht, nochmal gestartet. Aber nee, will nicht. Denkt sich so. Ich denke mir nur so. Und ich bin doof, weil ich sehe gerade auf die Uhr da oben im Spiel. Wird gleich wieder Monster Time, Monster Time, Monster Time. Rob top de le lup de do, wap de de le lup de day, wap da, rob da do. Oh, bitte lass das jetzt funktionieren. Oh, baby, baby, baby. Okay, Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht. Ich bin jetzt mal so frech und starte jetzt The LAN World. Ich bin einfach so frech. Rain. Und jetzt regnet es wieder. Ah, jetzt habt ihr Regensounds. Zumindest das. Freut ihr euch schon darüber? Freut ihr euch darüber? Freut ihr euch darüber? Freut ihr euch darüber? Freut ihr euch? Freut ihr auch gleich drauf, dass ich gleich zu den Monstern gehe und mit denen rumprügel? Richtig am Rumpfetzen. Ich guck, wir sind schon bald beim Cobblestone-Generator. Das bedeutet, wir sind im Stone Age bald. Also, es geht auf einen guten Weg hin. Torch and Instant Stones a Cobble to make lava. Und dann ein Cobblestone-Generator. Okay. Nee. Na gut. Ich schätze mal, was ist heute für eine Folge? Ich habe gestern, das tut mir leid, übrigens gestern keine hochgeladen. Ich hatte den ganzen Tag keine Zeit und als ich zu Hause war, war ich aber viel zu fertig, um aufzunehmen. Ich werde dann hier so sagen, ich weiß, es wäre viel hochwertiger als mein sonstiger Content gewesen, vor allem, weil ich einfach mal was Sinnvolles von mir gebe. Aber okay, Entschuldigung. Aber ja, ne? Lieber in aller Frische am nächsten Tag. Da habe ich mich jetzt auch mal vom Aufnehmen ein bisschen entspannt. Wir haben übrigens noch einen Eimer, den wir füllen müssen, deswegen müssen wir noch mal warten kurz. Entschuldigung. Aber das ist praktisch so, überstehen wir die Wartezeit auch wieder den Bitches, die da hinten gespawnt sind wahrscheinlich. Mensch! Das dauert aber auch echt lang. Ihr seid solche Schweine, ne? Eine Cobblestone-Farm, dann kann ich mit Cobblestone arbeiten. Aber ich will eigentlich meinen ganzen Boden mit Holz auskleiden, muss ich sagen. Hm. Naja, wir werden schon sehen, was passiert. Weil, vielleicht muss der ganze Scheiß dann ausgekleidet sein mit Cobblestone, weil, und so, keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber schön, dass das mit dem Eimer funktioniert. Ich fülle halt genügend auf, dann haben wir genug. Ich frag mich ja,
Ich frag mich ja, warum mein Bild jetzt schon wieder anfängt zu verlagern. Scheiß Bildschirm. Fuck Bildschirm, ey. Scheiß PC, also PC nix Master Race. Bäh. Schön. Ich finde das schon schön. Irgendwie wird auch den Minecraft Soundtrack ultra geil, der hier gerade spielt. Neben Regen. So, Dankeschön. Job, da, Hold Shift. Okay. Hey, ich hab bald ein Level Up. Vielleicht ist sie ja nach dem Level Up geheilt wieder, frage ich mich. Aber wenn die Level Up hat, dann ist sie so, wow. Wie soll es so jedem normalen Spiel, man wird geheilt beim Level Up, außer bei Pokémon. Oder? Okay, in jedem MMO wird man dafür geheilt, für ein Level Up zu kriegen. Nee, also, nee. Es ist eigentlich untypisch, beim Level Up geheilt zu werden, aber in MMOs wird man geheilt. Ich sehe da hinten noch was, oder? Ich sehe da hinten noch was. Und ich kratze mich gerade am Kopf, weil mein Kopf mich gerade nervt. Ich will eigentlich für meinen Kopf von meiner Schul von meinem Hals von meinen Schultern trennen. Also ich möchte ihn einfach abkratzen. Wir sneaken uns ganz, also wir sneaken nicht wortwörtlich, aber wir sneaken uns hier mal lang. Was ich mal euch fragen wollte, liebe Leute, kennt ihr eigentlich noch diese alten schlechten Krimiserien? Wie zum Beispiel Lenzen und Partner, Niedrig und Kuhn, K11, Kommissare im Einsatz. Kennt ihr das noch? Und kennt ihr auch noch die guten alten Krimiserien? Columbo, Mord ist ihr Hobby, Agentin mit Herz und, naja, nicht ganz so alt, aber trotzdem Kommissar Rex und sowas. Kennt ihr das noch? Wenn ja, schreibt es doch mal in die Kommentare und schreibt mal dazu, was ihr davon haltet und wie ihr paar welche davon findet und welche ihr nicht so prall findet. Was machen die meine? Hat es gerade richtig gesehen? Die sind in Richtung meines Hauses gegangen? Finden diesen Fake-Zoom so schön. Yo. Okay. Da waren Endermänner. Ich hab mir jetzt mal gedacht, ich schau die nicht an und gehe wieder. Tschüss. Ich darf sie ja nur nicht direkt angucken. Okay. Ich dachte, da wären Zombies und mit denen hätte ich dann meinen Spaß haben können, weil die kann man ja easy töten. Ja, super geil. Na, super geil. Können die alle einfach im Abgrund runterlaufen? Warum habe ich keinen Bogen gebaut und meine Pfeile genommen? Zum Pfiou, 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 Pfiou. Wobei, wenn ich einen Enderman treffe beim Pfeil, port er sich her, tritt mich mit tot. Nice. Nice, Leute. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst. Das sind drei Endermänner. Waren das nicht gerade noch zwei? Das sind glaube ich 4 Millionen Spinnen und ein paar tausend Skelette und ein Creeper ist auch noch da. Übrigens, inzwischen habe ich es glaube ich gemerkt, oder halt auch, hatte ich schon früher erwähnt, es ist ein Bacon Creeper. Kein Fleisch-Creeper, es ist ein Bacon Creeper. Und ich würde sagen, aber da das ein bisschen blöd aussieht, da drüben rüber zu warten, die ganze Zeit zu warten, wäre ja langweilig für euch. Würde sagen, ich mache jetzt Ende. Ist ein bisschen früher Ende als sonst, aber. Es sieht so, ich werde in der nächsten Folge wahrscheinlich rüberkommen und dann kann man ein bisschen mehr machen. Vielleicht mal oh, 12, 13 Minuten. Bitte? Ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns nächstes Video wieder. Das heißt, Minecraft Treffen 2 mit mir, von mir, für euch. Denkt euch euch, liebe Kinder, das Internet ist Neuland und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dankeschön, dass ihr mich gewählt habt und bis dahin. Auf Wiedersehen.